Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei musikmachen.de, Jens Filsamer Name. Heute für euch im Verstärkertest der Mesa Boogie Royal Atlantic in der 100 Watt Version. Mit dem Royal Atlantic Verstärker hat sich Boogie vorgenommen, den Spagat zwischen clean amerikanischen Sounds und high gainigen verzerrten britischen Sounds zu schaffen und diese beiden in einem Verstärker zu vereinen. Dazu haben wir den Clean-Kanal mit Klangregelung, Treble, Middle, Bass, einem Master und natürlich einem Gain-Regler. Und wir haben den zweiten Kanal, den Gain-Kanal, den ich per Fuß schalte, aber auch hier an diesem extra kleinen Schalter manuell, wenn es sein muss, umschalten kann von High Gain auf Low Gain und zurück. High Gain und Low Gain teilen sich die Klangregelung, Treble, Middle, Bass und natürlich den Gain, haben aber getrennte Masterregler. Wir schauen uns die Rückseite des Royal Atlantic an. Da fallen zuallererst drei ganz wichtige Regelknöpfe ins Auge. Das ist nämlich der sehr aufwendig gestaltete Power Soak von Mesa Boogie. In diesem Fall Multi-Soak genannt, aus dem Grund, weil jeder Mode seinen eigenen Power Soak hat und man so die Endstufenleistung manipulieren kann und sehr gut mit der Endstufensättigung und Verzerrung arbeiten kann, die Leistung des Verstärkers runterfährt auf im Extremfall Zimmerlautstärke, was natürlich da nicht die Idee ist, aber man kann da zu sehr interessanten Klangergebnissen kommen. Mehrstufig regelbar, sehr gut zu kontrollieren. Okay, wir gehen weiter. Wir haben natürlich den Fan, also einen Ventilator, den ich hier steuern kann mit einem High- und Low-Schalter. Wir haben einen seriellen Einschlafweg für Effekte. Wir haben eine aufwendig gestaltete Regelung des Halls. Wie ich schon sagte, es ist ja ein röhrenbetriebener Hall, sehr dicht und aufwendig klingend. Den kann ich insgesamt in einer Hard-Bypass-Funktion ausschalten oder anschalten und dann hier in der Intensität regeln oder auf die einzelnen Modes, also in drei verschiedenen Stellungen, auf die einzelnen Modes verteilen. Ich kann den Clean-Kanal mit Hall betreiben, die verzerrten Kanäle ohne und umgekehrt. Bin da also frei in den Presets, frei in meiner Wahl. Weiter geht's, ein Foot-Switch für den Hall, der ist jetzt hier nicht dabei. Dann habe ich einen Regler, um den Bias einzustellen. Sollte ich die EL34-Röhren wechseln wollen, durch 6L6 ersetzen, dann brauche ich hier einfach nur den Bias umschalten und bin bedient, muss nicht zum Servicetechniker. Natürlich Anschlüsse für die Speaker, hier eingebaut in der Combo-Version 2 Celestion Vintage 30, der Ohm-Wahlschalter und ein Slave-Output, wieder sehr schön mit Poti regelbar, damit ich das Verstärkersignal unter Umständen rausgeben kann, das trockene Signal an einen weiteren Verstärker oder dann mit Effekten bearbeiten kann. Okay, wir hören uns die drei verschiedenen Modes des Royal Atlantic an. Zuerst den Clean-Kanal, dann den Low-Gain-Modus und dann schalte ich um auf den High-Gain-Modus. So, gegen Ende möchte ich euch noch
dieses besondere Feature des Power Soak oder des Multisoak am Mesa Boogie vorstellen. Ich möchte es anhand des Clean-Kanals tun, weil man da am besten sicherlich das Endstufenverhalten hören kann. Ich spiele ein paar Takte ohne Power Soak im Clean-Kanal. Ich reduziere die Leistung mit dem Power Soak. Der Amp wird deutlich leiser, das heißt, ich kann am Master etwas Stoff geben. Mal schauen, was passiert. Interessantes Feature. Abschließend kann ich sagen, der Mesa Boogie Royal Atlantic ist ein absolut professionelles Gerät, sehr, sehr vielseitig einsetzbar, modern bis vintage klingend, alles möglich. Der Straßenpreis liegt dann dementsprechend auch bei ungefähr 2600 Euro. Zu sagen wäre noch, diese 100-Watt-Maschine hat natürlich ein enormes Gewicht, 40 Kilo. Man sollte sich das gut überlegen, was man da seinem Rücken antut. Aber dieser Verstärker findet sicherlich seine professionelle Anwendung. Wir hören nochmal ein paar Takte, diesmal mit dem eingeschalteten Power Soak auf minus 12 dB, sowohl im Clean-Modus, High-Gain und Low-Gain. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de. Tschüss.